Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute Watch Dogs natürlich. Oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon ein neues... Wir fahren jetzt einfach mal zusammen dahin, machen erstmal die Musik aus. Und haben gerade eben... Das ist jetzt im Anschluss gedreht. Den IRAC umgebracht und seine Brigade. Eine gewagte Aktion. Einige Bürger glauben, dass der Rächer demonstrieren wollte, dass die Polizei unfähig ist. Was halten Sie von den Versuchen der Polizei, den Rächer zu schnappen? Dieser Typ stellt sich da mitten in die Menge. Und die schnappen ihn einfach nicht? Hey, das ist ein Statement. Er ist ein Krimineller. Vielleicht sogar ein Mörder. Ich bin doch gar nicht kriminell. Immer noch frei herum? Mein Bruder ist Cop. Und ein guter noch dazu. Einer von den Ehrlichen. Es liegt an diesem CTOS. Jetzt müssen weniger Cops ein größeres Gebiet abdecken. Und das bei den ganzen Banden hier. Die sind überlastet. Die Polizei hat Fallen gestellt, um zu verhindern, dass Pierce die Stadt verlässt. Die Kriminellen dürfen nicht glauben, dass ihnen die Stadt gehört. Es ist nur eine Frage der Zeit. Oh, sobald der Mörder gefasst ist, wird Chicago wieder sicher sein. Ja, also... Die Leute denken hier, ich bin übelste Kriminelle. Ich meine, ich mache alles auf eine Faust. Okay, aber... Ich bin ja der Rächer eigentlich. Und ich räche mich an dem Bösen. Oder so verstehe ich es zumindest. Ups. Okay, jetzt war ich vielleicht ein bisschen böse. Aber die sind nur verletzt, sind nicht gestorben. Wir fahren auf unsere C2S. Oh, oder auch nicht. Oh, fast in den See gefahren, ey. Ja. Ist nicht schlecht, ne, was wir hier machen. Oh, was ist das denn? Ja stimmt, das sah voll scheiße aus. Absolut nicht GTA würdig. GTA Style -lisch. Keine Ahnung, was ich finde, scheiß Lava. Wir sind auf jeden Fall wieder am Bunker. Lassen wir unser wunderschönes Auto hier stehen und gehen zu unserer Freundin. Was kommt denn jetzt auf uns zu? Da klopft einer an. Klopf, klopf. Dann steht bestimmt jetzt hier noch, treten wir uns an. Ach, egal. Wir spielen einfach mal und versuchen, hier nicht zu spekulieren. Okay, legen wir los. Hey, mach mal das. Nette Arbeit. Das ist so viel, Aiden. Aha. Ja, wir müssen das nur durchsuchen und deinen Namen finden. Tja, nun, du hast Glück. Weil in dem Chaos sind massenweise Namen. Und jeder Einzelne hat Dreck am Stecken. Dreckige Cops, der Club, gierige Mogule, sogar stadtbekannte Gutmenschen. IRAC wollte die ganze Stadt erpressen. Was ist das? Auch vom Server? Ach, Teufel auch! Virus! Da hackt sich einer rein! Wir werden alles verlieren! Halt ihn auf! Jetzt! Was machen wir? Das Signal zurückverfolgen. Wenn wir die Quelle finden. Krass, jetzt wurden wir in dem Sicherheitsding gehackt. Oh, das riecht nach Rache. Spüren Sie den Hacker auf. Wie geht das nochmal? Ah, okay. Da muss ich den hier drehen. Seht ihr das, wie wir gehackt werden? Man kann sich gar nicht mehr hier ordentlich bewegen. Ach, komm schon, Mann, die reinste Malware-Flut. Das gleiche machen wir hier noch. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Kriegen wir ihn geschnappt. Und? Oh ne, noch mehr davon. Ach, ich hasse ich kann so. Ihn nicht blocken. So Dinger. Ja, die sind ja ziemlich einfach gestaltet, aber das ist voll nervig. Das soll simulieren zu hacken. Das finde ich ein bisschen dämlich. Er deaktiviert unser Schutzprogramm. Ja, ist egal, ist doch schon offen. Das ist egal, was er da macht. Ich weiß nur, wir öffnen den hier. Drehen den um und sind drin! Und nochmal. Ich dachte, wir wären sicher. Warum hier? Was ist? Ich weiß nicht, wer er ist, aber wenn ich tippen müsste, sieht es nach Defaults Handschrift aus. Der schäbige Hacker lässt sich anheuern. Aber er ist gut. Das gleich machen wir jetzt hier. Ist eigentlich relativ einfach. Gucken wir, ob wir das schaffen. Was hast du getan? Wie ist der reingekommen? Was?
Gibst du mir etwa die Chance? Ja, Zeit ist halt ein bisschen. Da, wer ist der? Das ist der. Die vor. Der Dreckskerl. Ey, das ist schon cool gemacht, oder? I know. Ja, wer ist das? Er scheint dich zu kennen. Was? Stand da I know was? Ich weiß nicht. Play me. Oh, jetzt wird's aber richtig interessant hier. Es war gar nicht schwer, sie zu finden. Zwei Männer, einer ein Hacker, der andere ein Fixer. Wenn ich mich nicht irre. Hab vorher nie von denen gehört. Ich kann das erklären. Ich wollte es dir sagen. Gute Arbeit. Die Namen bitte. Haben Sie vor, Ihnen was anzutun? Wann hat Sie das je interessiert? Ich bin sicher, die Summe ist zufriedenstellend. Damien Brinks und Aiden Pierce. Aiden? Da klopft einer an. Clara. Aiden, er versucht uns den Scheiß zu löschen. Wir müssen ihn schleunigst rausschmeißen. Aiden, komm schon! See your data, I know you. Keine Ahnung, was ist. Tiefschuss hochziehen, ich dreh den Saft ab! Aiden. Wer war das? Wer hat das befohlen? Wenn ich's wüsste, würde ich sagen, das schwöre ich. Es tut mir so leid. Geh mir aus den Augen. Oh oh. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Fotze ins Hintergeht, ne? Kannst du es finden? Ja, bin schon dran. Dieser Mist. Nur der ist noch unbekannter. Hatte dir wahrscheinlich schon mittlerweile ins Herz geschlossen. Mist! Wo willst du hin? Der Scheißkerl hat uns die Mutter aller Viren geschickt. Er hat alles kopiert, was wir hatten, und von unserem System gelöscht. Er weiß genau, wie er uns abschalten kann. Ich muss den Backup-Tower rebooten. Ohne den, kein Default. Kein Default, keine Daten. Ich gehe. Nein, 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 nein. Ich gehe. Ich mach mir gern mal die Hände schmutzig. Weißt du was, Aiden? Du wirst wohl Damien noch eine Weile hinhalten müssen. Mit dem komme ich schon klar. Ich ruf dich an, wenn ich fertig bin. Das ist bestimmt Damien. Viel Glück, Amigo. Der Hacker. Red Boy hat einen Fehler gemacht. So. Jetzt sind wir auch in der Mission, dass einer anklopft. Oder? Ne, ist schon beendet. Okay, das war eine ganz tolle Mission, da habe ich sehr viel gemacht. Was für ein Spieler auch spielt. Dann hacken wir jetzt hier wenigstens mal ein. Er bringt Nicky in Gefahr. Ach, das geht gar nicht. Das ist der Strom jetzt weg, oder? Er geht mir mächtig auf den Sack. Ja, dann, danke fürs Zuschauen. Da jetzt, wir hacken noch, eine Sache hacken wir noch, damit wir wenigstens was gesehen haben. Vielleicht sehen wir was Interessantes. Wo bist du? Vor einer Minute machst du Versprechung, dann nicht. Kein Piep. Dieses Mal. Treffen. Hör auf, du mit dem scheißigen Problem. Ich meine Scheibenmodell. Verdammt, ich will hier schlafen, ihr Penner. Ruhe da drüben! Auf, Ruhe jetzt! Sag ich den Ort. Okay, Damien will noch irgendwas. Ja, passt auf, Jungs und Mädels. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hab die Mission jetzt beendet und mach direkt die nächste folgend. Also, wenn ihr weitergucken wollt, einschalten und drückt mir einfach mal die Daumen, dass ich auch nicht sterbe. Danke!